Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Caveman. Caveman ist eine Verfilmung aus einem Theaterstück und in diesem Film spielt Moritz Bleibtreu Robert Müller, den man zum Beispiel aus Cortex kennt, wo er auch unter anderem Regie geführt hat, der kurz vor seinem Auftritt als Comedian von seiner Frau Claudia, die wird gespielt von Laura Tonke, die man zum Beispiel aus Mein Lotterleben kennt, verlassen und ja, und er arbeitet seine Beziehung da so ein bisschen in diesem Comedy-Umfeld halt auf. Dieses ganze, ja, passen Männer und Frauen zusammen und welche Probleme es mit dem Zusammenleben von Männern und Frauen gibt und so, packt er da in dieses Programm rein und macht das wirklich auch sehr humorvoll. Und ja, und man wird dann mit auf die Reise genommen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie so die Jahre der Beziehung zwischen den beiden halt sich entwickelt hat und was da so für, sage ich jetzt mal, die Frau sendet X Signale aus und bei dem Mann kommt irgendwie nichts an. Oder der Mann sagt irgendetwas und die Frau versteht etwas komplett anderes und so halt diese Sachen, die man eigentlich, sage ich jetzt mal, schon x-mal gesehen, x-mal gehört hat und so. Aber es ist wirklich sowas von lustig aufbereitet und sowas von lustig rübergebracht. Und wo ich dann wirklich sagen muss, auch wenn ich das zigmal gehört habe, es hat Spaß gemacht, diesen Film sich anzugucken. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also, wenn wir Deutschen ja eins können, dann ist es Comedy. Ich habe es nicht bisher noch nicht wirklich viele gute Actionfilme gesehen oder sage ich jetzt mal Filme, die jetzt so ein bisschen eine gewisse Action oder Spannung haben. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Jim Knopf ein. Das war zum Beispiel ein gutes Beispiel. Aber Comedy ist in Deutschland einfach ganz gut gemacht und dieser Film gehört dazu. Wie man halt so dieses Fettnäpfchen, wo ein Mann einfach reintreten kann. Und es ist eigentlich riesengroß, und der Mann tritt trotzdem da rein, obwohl es eigentlich nicht zu übersehen ist. Und also man kann wirklich zu dieser Story nicht viel sagen, weil es eigentlich keinen richtigen, sage ich jetzt mal, Handlungsbogen gibt, sage ich jetzt mal. Weil es ist eigentlich wirklich nur diese Beziehung zwischen den beiden, wie die jetzt, sage ich jetzt mal, gestartet und geendet ist. Und das wird jetzt halt dieser ganze, wie dieses ganze Männer-Frauen-Ding wird da halt so, sage ich jetzt mal, aufgearbeitet, lustig aufbereitet und so. Und ich muss sagen, ich finde es cool, da gibt es auch zum Beispiel sehr viele interessante Gastauftritte. Vielleicht auch sogar von Leuten, sage ich jetzt mal, die ein jüngeres Publikum vielleicht nicht kennt, aber die durchaus älteren Zuschauer, wie zum Beispiel auch meine Generation, durchaus ein Begriff sind. Also das muss man sagen, also da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das umzusetzen. Man hat wirklich sehr viele tolle, humorvolle Elemente gehabt. Die Schauspieler, die connecten wirklich gut zusammen. Also das passt auch alles wirklich richtig toll. Und es gab so viele Momente, wo ich lachen musste, wo ich mir dachte, ja, irgendwie Unrecht haben die damit nicht, aber es ist wirklich sehr, teilweise sehr überspitzt dargestellt, aber es ist auch ein großer Kern Wahrheit auch irgendwo mit drin. Aber ja, das ist wirklich ein Film, wo ich sagen musste, da musste ich echt mal wieder ein paar Mal richtig gut lachen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, ich muss sagen, der Film ist echt cool gelungen. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Und der Film ist wirklich wieder so ein Ding, Mann, Frau,
Frau sagt was, Mann versteht nur Bahnhof. Mann sagt etwas, Frau versteht zwar viel, aber macht dann trotzdem irgendwie auch nicht so hundertprozentig das, was sie machen soll. Und so weiter und so fort. Und ja, auch wenn es eigentlich ein ausgelutschtes Thema ist, haben sie es wirklich so humorvoll dahingepackt, wo ich sagen muss, ja, da muss ich trotzdem lachen. Weil es einfach von der Darstellung her wirklich so gut gemacht wurde, von den Schauspielern und so. Und vom Drehbuch her wirklich auch so gut da reingebaut wurde, dass man sagen kann, ja, das ist echt gut, da muss ich lachen. Und ja, somit gebe ich den Film, ja, also mit vier toten Köpfen kann man da auf jeden Fall gut leben. Also, das ist echt gut, aber das Thema ist zwar irgendwo zwar ausgelutscht, aber sie haben das Maximum, sage ich jetzt mal, rausgeholt, was man aus diesem Thema rausholen konnte. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, klickt unten auf den Abo-Button und auf den Like-Button. In der Videobeschreibung gibt es ein paar interessante Links. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Es kommt auch immer wieder was dazu. Somit lohnt es sich da auch jede Woche mal drauf zu gucken. Ja, das war die Filmbewertung von Caveman. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.